Simulator ist jetzt sozusagen in Einstiegsposition. Jetzt wollen wir ganz kurz mal das Wenderohr ranbauen und einmal kurz hochfahren und kurz gucken, wie man das macht. Okay. Was braucht man dafür? Das Wenderohr an sich? Wir brauchen einmal das Wenderohr, dann den gummierten Schlauch. Den gummierten Schlauch? Da vorne an der Seite. Okay. Dieser gummierte Schlauch, der kommt extra vorne in den Korb hin. Wir werden sehen, weil der eine höhere Belastung hat. Wir sind immer so einen etwas stabileren gummierten Schlauch. Okay, würde ich sagen. Genau. Da drauf. So. Wir müssen darauf achten, dass es einrastet. Ne? Okay. Okay. Der Schlauch ist da dran. So, jetzt müssen wir mal runter, dann können wir erstmal besser machen, was du das genau. So, das ist ein. Kontrollieren. So, fertig, ne? Und was man hier aussieht, hier so eine. Sicherungsverschluss. Ich kann das noch mal kurz zeigen. Hier an der Kupplung. Damit das nicht abfliegen kann. Ne? Gerade auch so Sachen, die ganzen Anbauteile in hoher, in schwindelnder Höhe, sind natürlich extra gesichert. So. Außerhalb des Kurbels, damit wir da keine Hindernisse haben. Jetzt brauchen wir nur noch den 35 Meter Schlauch. Okay, dann legen wir so einen 35 Meter W-Schlauch einmal von hier bis die 30 Meter Leiter kommt und noch ein paar Meter dazu. So, deshalb kommt der 35 Meter B zustande. Ja, wollen wir den einmal ausrollen? Alles klar. Darf ich mal? Wolltest du? Okay. Dann mach ich mal. Lauf! Roll, roll, roll. 100%. Leute, das kann man nicht lernen. Und wenn man hat es, hat es im Blut. Oder man hat es nicht, ne? Und auch hier wieder gesichert, ne? Klack. So. Wie kriegen wir jetzt den Schlauch da rein? Einmal, wir haben die Möglichkeit, ihn einmal so reinzulegen oder die Leiter aufzurichten und einmal überzuschlagen. Und zu warten, ne? Das heißt, wenn jetzt die Leiter hochfährt, wird der Schlauch eh gleich einmal da rein wollen. Hochfahren, dann machen wir Klappen und einmal über und dann ist er drin. Wollen wir mal gucken? Gucken wir uns an. Wichtig ist, wenn ihr in der Drehleiter am Korb seid, müsst ihr euch immer sicher mit dem Gurt dann festmachen. Dafür ist nämlich auch diese schöne dicke Tau, was da drin ist, ne? Die dicke Leine oder dieses Sicherungsseil gedacht, dass man sich da nämlich fest anschlagen kann. Sichern, dann schon wieder zurück. Ehrlich? Zurück, Vierteldrehung, genau. Und dann ist gut. So, Jungs. Mach's gut. Sehr windig heute, wollen wir mal gucken. So, und ich werde gleich den Schlauch reinwerfen.
Spaß gemacht? Ja. Schön. Ja, cool. Ja, super, super Wetter, toller Ausblick. Voll hell. Ja? Cool ja. Aus. Ja, alles geklappt. Also trotzdem. Schöne Aussicht heute, bestes Wetter habt ihr mitgebracht. Bestes Wetter natürlich, wenn enge Reisen. Ne? Wenn enge Reisen. Also, tolle Drehleiter. Ich würde gerne mal einen kleinen Erinnerung verpassen an die Tür. Ein cooler Handzeichen. Schönen Dank. Wie gesagt, wenn ihr mal im Internet unterwegs seid, seid ihr ja gerade, dann geht ihr erstmal dann auf die Seite von Steinfurt. Die sind auf Instagram, die sind auf Facebook. Lass den Kameramann mal einen Gruß hier. Kommentiert mal, gebt mal ein Gefällt mir auf das Video. Super Truppe. Und wer hier aus der Gegend kommt, mein Tipp, geht hier mal vorbei, das lohnt sich. Die Mannschaft ist die Ausrüstung schon gut, aber die Mannschaft ist besser. Beide gut, einfach. Weil hier geht es nicht nur mit Technik und Gerätehäuser, sondern auch mit Leute. Hab mich gewonnen, genau. Kennenzulernen. Und dann bis zum nächsten Video. Alles klar, bis dann. Und wir gehen. Bis dann. Tschüss. Feuerwillig finde ich das gut und euch gut. Danke. Super.